Hey Leute, willkommen zurück zu World of Myth. Heute machen wir das Ganze ein bisschen anders. Ich halte jetzt erstmal eine kurze Ansprache. Nein, ich habe nichts schriftlich vorbereitet. Heute geht es darum, dass ich in Anführungszeichen live ein Deck zusammenbaue, mir ein paar Gedanken dazu mache und auch dazu sage, warum ich dies oder jenes mache. Kann sein, dass da ein bisschen Murks bei rauskommt, weil reden und spielen, ihr wisst ja, das ist mein Fluch. Wenn dem so sein sollte, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Also, ich beiße auch nicht das dazu. Und wenn ihr damit soweit zufrieden seid, dann könnt ihr mir ja auch mal einen netten Kommentar lassen. Obwohl, ihr schreibt ja eigentlich immer nette Kommentare. Aber vielleicht auch einen Daumen nach oben. Das wird mir auf jeden Fall riesig helfen, so als winziger YouTuber. Gut, das war jetzt meine kleine Ansprache. Ich hoffe, das war nicht zu viel des Guten. Wir werden jetzt mal kurz uns ein Deck bauen. Und zwar, ich hatte daran gedacht, dass wir doch mal die Norse nehmen. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ihn hier betrifft. Welche Funktion hat er? Ich meine, mit dem hier ist man ja eigentlich... Okay, er hat eine Menge Lebenspunkte. Sehe ich gerade so. Ja gut, aber er hat sonst keine Fähigkeiten. Also ich glaube... Ich würde fast immer einen anderen, also einen Gott bevorzugen. Deswegen, das ist halt... Es gibt bestimmt auch eine Möglichkeit, wie... Also ein Deck, womit man halt viele Lebenspunkte von einem Gott auch irgendwie nutzen kann. Gibt ja auch die Karte, wodurch man dann 4 Lebenspunkte verliert, aber dann das komplette Board geklärt wird. Aber ich bin mir bei ihm hier wirklich noch nicht so sicher, was ich mit ihm anfangen soll. Er hat jetzt auch 2 Verteidigungen. Ja. Was ist denn eure Meinung zu dem? Das würde mich mal interessieren. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Vor allen Dingen, man kann ihn ja auch für in jedem Pantheon benutzen. Generell würde ich aber eher von dem abraten. Vor allen Dingen, er hat jetzt auch nicht unbedingt so viel mehr. Ja, okay. Das sind jetzt hier 4 Lebenspunkte. Aber gut, ich nehme erstmal Odin. Ich habe ja auch nur Odin. Und vielleicht kriege ich in Zukunft auch mal einen anderen Gott freigeschaltet. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Das vierte Pantheon ist in der Mache. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, wenn das von 3 auf 4 aufgestockt wird. Ich glaube, da wird sich schon eine Menge verändern. Und zu dem, was ich mir jetzt hier so zusammensuche. Ich habe jetzt noch nicht wirklich so nach Guides geguckt oder überlegt oder YouTube-Videos geschaut, was die da so zusammenbauen, was man da so machen kann. Ich denke einfach, dass es ein großer Teil des Spaßes ist, das einfach auch so ein bisschen selbst rauszufinden und gerade in meinem Fall jetzt hier, wenn ich Videos mache, mich da auch so ein bisschen mit euch auszutauschen. Das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich die Videos mache und das kommt mir doch schon sehr entgegen. Gut, was nehmen wir denn jetzt? Bei Odin war es ja so, wenn wir mit 2 oder mehr angreifenden Einheiten einen Kampf gewinnen, dann bekommen alle ein Power mehr. Das sollten wir nach Möglichkeit schon mal nutzen. Diese Jalai Shaman ist halt so eine Sache. Ich habe das auch schon mal gesagt. Generell kriegen gegnerische Götter irgendwie sehr selten nur Schaden. Von daher, das wäre schon ganz schön krass. Also 4-1. Für Kosten von 2, das wäre schon nicht ohne. Also Fjord Raiders lasse ich jetzt mal außen vor. Test of Faith. Das ist natürlich schon sehr nett. Also auf jeden Fall ist halt auch die Frage, das können wir dann noch ausprobieren, ob das jetzt für sämtliche Einheiten gilt, die man jetzt spielt. Aber ich glaube, bei Blessing zählt das nur für die Einheiten, die man gerade auf dem Spielfeld hat. Ich glaube, davon packe ich mir mal 2 ein. Die kann man, glaube ich, immer benutzen. Und das passt auch ganz gut mit Odin zusammen. Fossegrim ist auch gar nicht mal so schlecht. Jede Einheit bekommt ein Power zusätzlich. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Test of Faith. Hat leider keine Verteidigung, aber okay. Nehmen wir die auch mit. Crush the Weak. Kill Target Unit with 0 Power. Ist halt schon ein bisschen situationsbedingt. Also wenn man halt eine Einheit die Power wegnehmen kann, starken Einheit dann schon, aber da kommen schon ein paar Mana-Kosten zusammen, weil man muss dann auf jeden Fall noch eine andere Karte spielen, um dann Power zu reduzieren. Radatoska ist okay,
Nicht toll, aber okay. Wir ziehen eine Karte, Gegner ziehen eine Karte, 3-1-1. Ja, ja, ich lasse den erstmal außen vor. Was haben wir denn hier noch? Ex-Nado. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Da würde ich sogar sagen, ja, damit können wir Power reduzieren. Hm. Gut, auf jeden Fall bräuchte ich hier noch ein paar Dreierkarten. Ex-Nado. Ja, ich glaube, das kann man auch zweimal mitnehmen erstmal. Shield Maiden. Kann zwar nicht angreifen, nehme ich aber trotzdem zweimal mit. Wolpertinger. Ja, Wolpertinger ist so eine Sache. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, hat aber nur einen Ausdauer, von daher. Priest of the Hammer. When a friendly unit attacks on the same turn it was played, it gains one power. Der scheint doch auch gar nicht mal so verkehrt zu sein. Ja, den nehmen wir einmal mit. Priest of Trickery, 3-1-2. Dafür brauchen wir es. Also Spells sind generell Curse, also Flüche und Blessings, ne? Würde ich doch mal sagen. Ich nehme mal hier den mit. Cheatless X-Man. Cannot Defend. Ist schon lustig. Cannot Defend, aber hat 3 Verteidigung. Ja, na. Nee, ich habe gerade gesehen, der hat nur einen Ausdauer. Das ist eher nicht so toll. Snowhill Cutthroat. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Ist die Frage bei Spells or Unit Abilities. Okay, von den Schreinsachen, ich dachte jetzt, ob man halt, wenn der Gegner unseren mittleren Schrein trifft, ob wir die dadurch zerstören müssen, wenn wir die als einzige Karte haben. Aber es sieht ganz danach aus. Tamed Direwolf ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Können wir auch unsere Einheiten buffen. Nehme ich auch mal mit. Jetzt haben wir schon 14. Elder Blacksmith. Der ist auch gar nicht mal so verkehrt. Joa. Young Bear Slayer. Gut, ist auch nicht so verkehrt. Aber er hat im Prinzip nichts. Deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. North Warhound. 4-3 hat nur einen Ausdauer. Ihr merkt schon, ich konzentriere mich so ein bisschen auf so, ja, die sollten nach Möglichkeit schon so alle 2 Ausdauer haben. Houndmaster. Ist die Frage, was dieser Hound genau für Stats hat. Deswegen, ja, ich nehme den einmal mit, wir müssen das halt mal testen. Blood Eagle, exhaust your strongest unit, kill the strongest enemy unit with equal oder lower power. Bin ich jetzt im ersten Moment nicht so von begeistert. Fluffy Runecrafter. Ja, nein. Auf jeden Fall Haki, the Raid Leader. Raid plus 2 Power, auf jeden Fall. You died ist gar nicht mal so schlecht. Dadurch verliert der Leader, halt unser Gott, ein Health. Das wären dann 2 Health. Aber wir können dann auch 2 Einheiten rausnehmen. Ich glaube, ich nehme die sogar zweimal mit. Ich habe ja gesagt, in einem der letzten Videos, sowas ist halt mehr, nimmt man eigentlich eher seltener. Von daher, ich glaube, ach, nehmen wir die einmal mit. Deductive Huldra ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt, hat aber nur einen Ausdauer, von daher lasse ich die jetzt mal außen vor. Tempting Swava, 5-2-2. Summon, draw the weakest Viking from your deck. Haben wir denn jetzt hier, wir haben schon Vikings drin, oder? Moment, da war ein Viking. Und da haben wir auch noch Viking. Ja, ist gar nicht mal so verkehrt. Wobei, das wäre natürlich richtig stark, wenn man zwar nur, also Vikings mitnimmt, die schon sehr viel kosten. Also da könnte das richtig übel werden. Gut, was haben wir hier? Shade of Loki. Aber das klingt auch gar nicht mal so verkehrt. Gut, das hört sich sogar schon recht stark an. Ja, den Curse nehme ich auch mal mit. Inspired Hammerer, summon, gain 2 power if the power of the unit on the right has been increased. Das ist schon ein bisschen speziell. Und wir haben ja jetzt hier auch schon ein paar Vierer, ein paar Fünfer. Was haben wir denn hier noch? Hackbart, the Raid Caller. Summon, put a Fjord Raiders on this card's right. 6-3. Das klingt schon mal gar nicht so verkehrt.
Aber ich glaube, das geht noch besser. Hier 6-0. Der hat aber dafür keine Verteidigung. X-Men of Stamford Bridge. Cannot attack while defending alone as plus 2 for each attacker. Boah. Ja, den nehme ich auf jeden Fall einmal mit. Varangian Guard. Cannot attack. Nee, Boreal Giant ist ja auch relativ stark, aber wir können ja auch unsere Einheiten mit Power buffen. Von daher weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, wirklich starke Einheiten auch mitzunehmen. Olina Mancrusher. Im Raid hat die plus 1 Power. Und dann, wenn wir sie beschwören, verliert die stärkste gegnerische Einheit noch ein Power. Also das finde ich schon richtig stark hier, die als Einheit. Veteran Raider. Gain 1 Power when the weakest enemy unit dies. Ist halt die Frage. Ja, hat auch 2 Ausdauer, 7-2 ist auch schon sehr, sehr teuer und sehr stark. Deswegen, was machen wir denn da? Wir haben bisher eine 7er, eine 6er, eine Menge 5er, also wir haben noch nicht so hohe Karten. Paar 3er, paar 4er. Das ist eigentlich ganz okay soweit. Das hört sich auf jeden Fall nicht verkehrt an. So. Hilda, Maiden of Battle. Puts a strongest unit with cost 5 or lower from your graveyard onto the battlefield. Ja, ich glaube, mit der kann man auch nichts falsch machen. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Karten, so viel Platz für diese Karten hier. Ich glaube, das mit der Endurance spare ich mir jetzt bei Odin mal. Und versuche also generell mit dem Deck möglichst viel Power aufzubauen und dem Gegner, den Gegner Power wegzunehmen. Und was können wir denn da noch reinnehmen? Wir haben noch Platz für 2 Karten. Wie teuer sollten die denn sein? Ich glaube, 3er ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. 5er haben wir schon. 5. 4er auch eine Menge. Aber hier unten 3, 4, da ist noch ein bisschen Luft, würde ich mal behaupten. Deswegen haben wir denn Beasts? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Ja, toll, 1. Das ist nicht wirklich. Das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Von daher, der Runeborn Bär, der ist auch relativ gut. 7, vor allen Dingen, weil er 3 Ausdauer hat. Ihn brauchen wir nicht. Wir haben keine Plant. Und ja, das sind hier schon alle stärkere Karten. Back to Dust wäre sogar gar nicht mal so blöd, würde ich mal behaupten. Also die nehme ich eigentlich immer ganz gerne mit. Von daher, was könnten wir denn dafür noch rausnehmen? Ich glaube, ich nehme einmal Exnado und einmal Back to Dust. Und dann. Er wird hier, glaube ich, noch ganz gut reinpassen, oder? Ich würde fast sagen, wir nehmen dann noch. Ja, wie machen wir das jetzt? Cursed Impling einmal ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und. Chubby Stone Eater. Auf jeden Fall wegen der Ausdauer. Jetzt nicht so wegen seiner Fähigkeit, aber das ist doch gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. Gut, dann haben wir auf jeden Fall ein paar 3er, ein paar 4er, ein paar 5er, ein 6er, 2 7er, 2 8er. Also, ja gut, das hier ist dann noch ein Curse. Ansonsten sieht das doch relativ okay aus, würde ich mal behaupten. Gut, dann spielen wir doch jetzt mal eine Runde mit dem Deck. Und zwar Casual. Mal gucken. Ich bin, was generell so Spells angeht, ob Flüche oder Blessings oder auch auf Deutsch Segen, noch nicht so ganz, wie ich die einzuordnen habe, das Verhältnis zueinander. Es gibt bestimmt auch eine Möglichkeit, ein starkes Deck zu basteln, indem man viele Blessings und viele Curses benutzt. Aber ich glaube, das ist schon etwas sehr speziell. Gut, aber das ist durchaus, wäre das mal interessant zu gucken. Jetzt nicht unbedingt mit Odin, weil dann wäre seine Spezialfähigkeit ziemlich nutzlos. Aber ich weiß nicht, hat nicht Loki irgendwas mit Curses? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Gut, aber den werde ich dann vermutlich auch irgendwann erstmal kriegen.
Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Gut, und wir sollten gleich mal ganz fix einen Gegner finden. Tada! Und mit den Karten kann ich hier erstmal nichts anfangen. Wen haben wir denn hier? Ach, das sind ja auch super Karten. Oh Mann. Ja. Okay. Ich kann jetzt im Prinzip. Nee, ich kann dich jetzt gar nicht beschwören im ersten Zug. Okay. Gut, wenn ich jetzt hier schon eine 8er, 7er, 5er habe, dann könnte ich doch jetzt auch bitte mal eine 3er kriegen. Wäre das möglich? Eine 4er. Ja, das ist das Problem, wenn man so viele Karten hat, die sich dann, die irgendwas buffen. Gut, wir werden jetzt einfach mal. Ja, nee, ich muss, wenn schon, da angreifen. Ja, gut, dann machen wir das doch so. Ja. Ich würde gerne noch die Möglichkeit kriegen, sich umzuentscheiden und zu sagen, nee, ich will jetzt doch nicht angreifen oder nee, ich will jetzt doch nicht verteidigen. Warum hat er die denn entfernt? Schwächer als die Karte, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Gut, was haben wir jetzt hier? Das ist doch schon mal ein bisschen interessanter. Ja, toll. Ja, ne? Damit kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Okay. Ja, das ist halt das Problem, wo ich jetzt noch nicht so dran gedacht habe. Wenn man natürlich viele Einheiten nimmt, die irgendwen anders buffen, aber man niemanden auf dem Feld hat, dann, naja. Könnte das schwierig werden. Ja, ihr könnt ruhig mal angreifen. Das juckt mich jetzt nicht so wirklich. Hätte nur langsam gern mal eine Karte. Mit der. Ja, genau. Ja. Okay. Na, dich könnte ich sogar. Ja, klar, dich könnte ich sogar spielen. Dann machen wir das doch. Das Problem ist nur, du wirst jetzt in der Mitte angreifen, ne? Ah. Das war jetzt nicht unbedingt so clever. Aber okay. Gut. Wie man es nicht macht. Auf jeden Fall wird er jetzt mit dreien angreifen. Nee, wird er nicht? Okay. Ja gut, dann verliere ich halt eine Ausdauer. Und boah, das Power. Du klingst gar nicht mal so verkehrt. Das Problem ist nur jetzt, ich muss mal gucken. Dann machen wir das halt jetzt so, auch wenn ich davon nicht mehr allzu viel haben werde. Aber bitte 3. Ja gut, ich könnte mit dir sogar noch verteidigen. Greifen wir mal in der Mitte an. Wir haben eine Menge Einheiten, die nicht allzu viel Verteidigung haben oder die noch recht günstig sind. Deswegen, das ist schon ein interessanter Start. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das genau machen. Er will es ja auf jeden Fall wissen. Gut, und wir werden mit dir hier einmal verteidigen. Was haben wir denn hier jetzt hin noch? Oh, du kommst mir natürlich schon fast wie gerufen. Ansonsten. Ich glaube, ich werde dich da mal hinsetzen und dich werde ich da jetzt auch schon mal reinsetzen, wenn man das vielleicht erst machen sollte, wenn man schon wirklich 5 Einheiten da hat.
Du kriegst pro plus 2 Power. So, wenn ich dich jetzt nehme, dann hast du schon mal 7. Und dann nehmen wir noch mal dich. Ach nee, nur wenn er allein angreift. Ja, das ist ein bisschen... Oh, ist das ein bisschen doof. Ich kann das nicht mehr wegmachen. Ah, verdammt! Mein Fehler. Mein Fehler. Verdammte Axt. Ah, okay. Gut. Aha, wieso kann ich Blessing nicht spielen? Wie funktioniert das? Plus One Power. Okay. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Du hast das und du hast... ich nehme jetzt dich einfach mal. Ich dachte, Blessings kann man einfach so ausspielen. Ach, Friendly Attacking Units. Okay, ich verstehe. Da habe ich mich wohl verlesen. Ich würde mal sagen, verteidige nur mit dir. So, und dann, was machen wir jetzt? Das One Power ist jetzt nicht unbedingt so toll. Veteran Raider ist aber gar nicht mal so verkehrt. Machen wir das nämlich so. Und ich werde... Was werde ich denn? Einfach mal da angreifen. War jetzt ein bisschen Overkill, aber ich war mir nicht sicher, ob er jetzt wirklich verteidigt oder nicht. Deswegen... So, langsam wäre es mal Zeit hier für Test of Phase. Zehn. Okay. Das wäre gar nicht mal... Das wäre mir doch relativ egal, oder? Kommt ein Ausdauer. Deswegen. Die haben alle noch sehr viel Ausdauer. Deswegen... Ich werde mit dir einfach mal... Nein, oh, verdammt, nein! Oh, jetzt habe ich schon wieder Blödsinn gebaut. Ist unglaublich. Falsche Einheit. Ich habe gedacht, der wäre ganz rechts. Ah! Gut. Läuft ja heute. So, du bist interessant. Ah, bei dir weiß ich nicht. Machen wir das mal so. Dann haben wir noch 6, dann kann ich noch mal dich spielen, genau, und wir werden dann jetzt einfach mal, ja, gar nichts machen. Zwei grobe Schnitzer. Ich stelle mir gerade selbst ein Bein. Aber gut, das kann dann auch mal passieren. Das ist echt blöd, dass der noch so viel Ausdauer hat. Ja, ist klar. Das wären 3, 4, 7, 8,
12, das wären sogar 15. Ich glaube, das werde ich jetzt auch einfach mal machen. Ah, macht trotzdem einen Schaden. Du hast 4-1, du hast 3-1, dann kommst du weg. War jetzt auch nicht die beste Entscheidung. Ah, was ist denn heute los? Es ist eindeutig zu warm in Deutschland. Würde fast sagen. Moment, wie war das bei dir? Ich nehme einfach mal dich und machen das mal so. Ansonsten spielen wir dich noch und dann lassen wir das erstmal gut sein. Mann, das war jetzt aber ein verdammt blöder Mist, was ich hier mache. Da ärgere ich mich jetzt echt ganz schön drüber. Und ich säg mich hier gerade selbst ab. Yay! 10 Damage. Traum, 12 Damage. Na gut, soll er den Tempel zerstören? Ich behalte jetzt erstmal meine Einheiten. Genau, dann verliert er nämlich seine. Und wir haben jetzt hier wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich werde dich mal spielen. Und einfach mal mit dir da angreifen. Das gilt ja nur für den einen, oder? Ja, das gilt nur für alle, die angreifen. Oh, auch schon wieder super Aktion. Schon wieder gepennt. Man könnte meinen, ich will verlieren. Auf die Idee könnte man wirklich kommen. Aber gut, jetzt hätte ich hier Back to Dust, aber das wäre ein bisschen blöd an der Stelle. Ha, was machen wir denn da? Ich würde mal sagen, wir werden dich einmal spielen, dich einmal spielen und dann verteidigen. So, dann haben wir hier jetzt Shield Maiden und dich können wir dann auch noch mal spielen. So, dann machen wir das nämlich so und ich werde die jetzt mal da angreifen. Dann bekommt jetzt die Shield Maiden jede Menge Ausdauer. Das heißt, ich kann mich dann gleich erstmal auf den linken Tempel konzentrieren. Das wären 9. Das wird nicht reichen, oder? Dann 10, doch, es wird reichen. 6, 8, 10. So, dich, dich, dich und dich. Machen wir das nämlich so. Dich spielen wir dann mal. Moment, was hast du denn? 4-0. Ja komm, dich spiele ich dann mal da. Und wir greifen jetzt einfach mal da an. Ich greife immer mit zu wenig an.
Genau, das ist das erste Mal jetzt, wo ich hier den Buff bekommen habe. So, Exnedo könnte jetzt ganz nett werden. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, aber wenn ich Curse spiele, kann ich bei dir jetzt nicht wirklich. Ha. Gut, dann werde ich jetzt mal... Dich kann ich jetzt nicht beschwören. Naja, dann muss ich mit dir verteidigen. Das hätte ich hier wesentlich einfacher haben können. Ganz ehrlich. So, dann haben wir hier jetzt... Raid plus 2 Power, das klingt gar nicht mal so verkehrt. Das klingt bei dir aber auch nicht verkehrt. Nehmen wir dich mal. So, und dann werden wir... Was werden wir denn? Ich werde auf jeden Fall mal mit dir da angreifen. Und wenn er mich jetzt angreift, dann kann ich ihn ja auch schon angreifen. Also dann kann ich den Tempel da vernichten. Also ist es jetzt gar nicht mal so clever, dass er mich jetzt angreift. Er müsste jetzt viel mehr verteidigen. Gut, was mache ich? Was mache ich denn? Ach, ich würde mal sagen, ja, das kann ich doch sowieso abwehren. Machen wir das. Und wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Das spielen wir einmal. Dann nehmen wir dich da raus. Dann haben wir nämlich noch 5. Dich spielen wir. Und wir zerstören jetzt den Tempel. Ja, nein, vielleicht. Das wird auch genau passen. Jawohl. Und ich habe das doch noch gewonnen, trotz dieser 2-3 blöden Fehler. Das war ja wirklich faszinierend. Gut, da gibt es wieder ein bisschen Staub. Wir sind jetzt Level 5. Okay. Das ist ja interessant, dass sie das noch gewonnen haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, die greifen alle zu gerne an. Der hätte wirklich verteidigen müssen, dann hätte das noch mal... Oder er hätte nicht angreifen müssen, dann hätte er verteidigen können und hätte es auch abgewehrt. Aber so, die Tempel, die er hatte, ich glaube, die Leute unterschätzen das ganz schön. So kommt mir das vor. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt dürft er nicht angreifen, jetzt müsst ihr einfach warten, bis ich angreife und dann kann er verteidigen und er wehrt den Angriff auch ab. Aber irgendwie greifen die alle immer sofort an. Nun gut, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und habt was aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe es ja gesagt. Was falsch war, das war es erstmal wieder von mir und bis bald.